Danke, Michel, dass du kurz Zeit genommen hast. Meine erste Frage nach dem fünften Spieltag: Wie groß ist die Erleichterung? Also, die Erleichterung ist riesig. Man hat sich endlich belohnt. Die letzten 12 Wochen, kann man sagen, mit Vorbereitung und Spiele, wo man wirklich starke Gegner auflaufen wollen und die Mannschaft eigentlich viel dazugelernt hat, hat sich heute eigentlich endlich bewährt. Ist halt auch eine Mannschaft auf Augenhöhe und wir haben halt endlich einmal die Null stehen lassen und unsere Möglichkeiten, auch wenn es lange gedauert hat, die 2 Tore gemacht. Okay, was sagst du als Trainer von der A-Jugend zum Spiel heute? Ja, zum Spiel selber, ja, zeitweise zu erfahren, weil einfach die Aufregung da ist, ganz schöne Spielzüge, wo eigentlich dann im Abschluss nicht belohnt worden sind. Aber zum Glück hat dann der Gegner in der zweiten Hälfte immer mehr Fehler gemacht und wir haben daraus 2 schnelle Tore machen können und dadurch haben wir das eigentlich in Trockentücher gebracht. Gut, gibt es Zukunftsaussichten? Ja, Zukunftsaussichten ist das nächste Spiel mit Calm, nächsten Samstag, ist ein Titelfavorit. Da müssen wir dann kleinere Brücken backen, aber das Ziel wird es auch. Vielleicht können wir da den nächsten Punkt holen und dann kommen die Mannschaften, wenn wir sagen, wow, das sind wieder auf Augenhöhe und da müssen wir dann punkten und das sind die wichtigen dann. Und so werden wir dann in die Winterpause reingehen, weil wir jetzt einfach die Mannschaften haben, die wollen wir schlagen können. Okay, alles klar, danke soweit. Danke.